Online-Shops, die ein scheinbar großes Angebot haben, aber niemals Ware liefern. Den Menschen was vorzugaukeln an Angeboten, was in der Wirklichkeit tatsächlich gar nicht existent ist. Enttäuschte Kunden, die um hunderte Euro betrogen wurden. Ja, da kommt Wut auf. Richtig Wut. Falsche Boten, die für wertlose Pakete die Nachname persönlich kassieren. Das hat natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, weil man da als Verbraucher ja wirklich dann auch fast schon bedroht ist. Das ist die dunkle Welt der Fake-Shops. Dieser Kunde aus Marl hat den falschen Boten erlebt und fast 400 Euro verloren. Aus Scham möchte er nicht erkannt werden, doch er will andere warnen. Beim Onlineshop ecomobile24.de hatte er ein iPad bestellt für 385 Euro. Die Deutsche Post sollte das Gerät per Nachname liefern. Und tatsächlich, am nächsten Tag stand ein Bote vor der Tür. Im Hintergrund habe ich ein gelbes Fahrzeug wahrgenommen. Und der angebliche Postmitarbeiter übergab mir das Paket. Und ich bezahlte dann eben den entsprechend vereinbarten Betrag. Doch als der Kunde das Paket öffnete, war nicht das Tablet drin, sondern Kaninchenheu. Nachfragen bei der Post ergaben, die Uniform war echt, der Bote ein Betrüger. Markt will die Täter treffen. Wir bestellen bei Ecomobile. Ebenfalls ein iPad für 385 Euro. Am Liefertag installieren wir versteckte Kameras. Die Deutsche Post soll das Paket liefern, so Ecomobile. Mit dem Geld und unseren Kameras warten wir. Und tatsächlich, ein Bote in Postbekleidung erscheint. Unser Reporter will das Paket vor der Bezahlung öffnen. Der Bote protestiert. Nein, ohne Bezahlung geht das nicht. Hab extra meinen Chef gefragt. Dann muss ich schreiben, Annahme verweigert. Ja, aber falls was kaputt gegangen ist. Nein, das geht aus rechtlichen Gründen nicht. So genau weiß ich das nicht. Der Betrüger nutzt die Nachnahmeregeln dreist für sich aus. Doch er vertraut unserem Reporter das Paket an, bevor er das Geld hat. Wir öffnen das Päckchen. Ach, dann schaue ich vorher mal eben rein. Aber Moment mal, da ist ja nur Werbung drin. Der Bote flüchtet, ohne das Geld. Wir wollen ihm Fragen stellen. Der Mann gehört schließlich zum Fake-Shop. Ein Bote der Post ist er nicht, bestätigt uns die Firmenzentrale. Doch er entkommt. Statt Tablet-PC hatte uns der Betrüger ein Bündel Prospekte geliefert. Polizei und Verbraucherschützer sind alarmiert. Diese Online-Betrugsform ist völlig neu. Also grundsätzlich die Masche Fake-Shops, also sprich Waren online zu verkaufen, die man dann gar nicht liefert, die ist uns schon altbekannt. Dass die Täter jetzt aber schon bis zur Haustür kommen und das Produkt selber abliefern oder eben auch nicht, das ist uns wirklich jetzt neu und das hat natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Wir fahren zum Firmensitz von Ecomobile, nach Langenhagen in Niedersachsen. Doch wir finden vor Ort nur ein leerstehendes Büro. Eine Firma namens Ecomobile kennt niemand hier, auch nicht Wolfgang Kunert. Er wohnt seit 32 Jahren direkt nebenan. Internetversandhandel mit mehreren Paketen an Ablieferung? Nein, das habe ich nicht gesehen hier. Ne? Das kann ich leider nicht bestätigen. Internetseite, Steuernummer und Firmenadresse, alles ist offenbar gefälscht. Dadurch aber haben Ermittler kaum Ansatzpunkte, selbst wenn die Täter auffliegen. Dann wird eben dieser Fake-Shop geschlossen, an anderer Stelle mit anderen Kennungen, mit anderen Bildern neu eröffnet. Und dann wird wieder weiter versucht, den Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Uns ruft Walter Meyer aus Wassenberg an. Auch er ist betrogen worden. Der Bote war diesmal echt. Aber was war im Paket? Vorher reinschauen durfte auch Walter Meyer nicht. Und so zahlte er misstrauisch 850 Euro Nachnahme. Dem ich bezahlt habe, öffnete ich das Paket. Und das Erstaunen war halt, oder die böse Überraschung, dass in dem Paket nur zwei Sandsäcke waren. Es sollten eigentlich zwei Handys drin sein. Der Bote war zwar Augenzeuge, das Geld aber behielt er und überwies es später an die möglichen Täter. Die Paketdienste als Handlanger von Online-Kriminellen? So kommt es Walter Meyer zumindest vor. Weil in so einem offensichtlichen Betrugsfall, sag ich einfach mal, gesunder Menschenverstand, dann kann ich das Geld ja nicht auszahlen.
Also es steht mir, niemandem, keinem Transporteur zu sagen, dass ein Betrüger kein Betrüger. Wir sind Transporteur, dann hört es auf. Um jemanden eines Betruges zu überführen, glaube ich, gibt es immer noch Gerichte. Laut BKA ist Deutschland internationale Hochburg der Fake-Shops. Und tatsächlich, wir finden schnell mehrere verdächtige Seiten. Drei überprüfen wir in den Handelsregistern und bei den Finanzämtern. Keine ist gemeldet. Wir machen Testbestellungen und erhalten Kontonummern und Adressen. Wir fahren nach Berlin, um die angegebenen Shop-Adressen zu überprüfen. Hier soll beispielsweise online-großhandel24.de sitzen. Doch in dem Wohnhaus kennt niemand den Shop. Nein, noch nicht gehört, auch nicht gesucht, nee, kenne ich nicht. Wir checken weitere Shops, auch hier dasselbe. Verbraucher sollten daher kritisch einkaufen. Deshalb sollte man am besten eine Internetsuche machen und schauen, ob irgendwo sich schon mal Verbraucher zum Beispiel in Foren darüber beschwert haben, dort abgezockt worden zu sein. Am besten wählt man aber gleich einen Shop, der ein sogenanntes Gütesiegel verwendet, denn da kann man dann sicher sein, dass die rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden und es sich um einen seriösen Händler handelt. Eins haben alle Fake-Shops gemeinsam. Sie locken mit unseriös günstigen Preisen. Die Polizei fahndet weiter, auch nach der Bande hinter dem falschen Boten. Aber ist doch unfassbar, dass selbst ein echter Bote dem Betrüger das Geld geben müsste, das er kassiert hat, selbst wenn er sieht, dass in dem Paket nur Schrott wäre.